Was? Was wolltest du? Ja, komm mal, wenn der 10 vor 7. Ich muss mal ein paar Fragen beantworten. Ja, klar. Wir nehmen ihn heute als Frühstück. Genau. Er sagte, weil er die Gebe eingebrochen wurde, so ja, super. Er sagte, wenn er das hier spenden würde. Ja. Wir haben Bescheid. Hallo. Ja, Die Moderatoren wollen ja nicht mitdiskutieren, sie sollen die Antworten geben. Die erste Stunde machen wir so Time to Talk mäßig, das heißt, die Fragen kommen aus dem Konsumieren. Ich habe immer gute Prognosekarten. Die Kontonummer von der ich kann schon sagen. Danke. Nein, ja, fast recht. Ja. Habe ich nicht gelesen. Symbole. Bitte? Nö, nö, ja. Super. Ja, das Geld betrug sie hier gestern vorgestern. Ja? Das Geld angekommen. Ich möchte ganz gerne euch alle begrüßen. Vielen Dank. Nee, ich werde nicht ins Mikro kotzen. Einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid, auch vor allem vor dem Hintergrund, dass wir sehr kurzfristig eingeladen haben, aber wir haben erst gestern Morgen Kontakt zu Herrn Dr. Hein aufnehmen können und die Zusage bekommen. Insofern bitte ich ein bisschen um Verständnis und dass ihr hier seid, daran können wir ja auch ablesen, wie hoch das Interesse ist. Wir haben heute den Carlos und den Klaus, die durch den Abend führen und moderieren werden. Die werden gleich noch ein bisschen zum Ablauf sagen, da will ich nicht vorgreifen. Wir werden von dem Abend heute Abend ein Ergebnisprotokoll fertigen, das werde ich machen. Und wenn der Dr. Hein das gegengelesen hat, werden wir das auch rundschicken und veröffentlichen, sodass jeder, der heute nicht... Die ersten zwei Stunden zu moderieren. Wir sind auch heute ganz spontan hingegangen, haben uns unsere Fragen aufgeschrieben, das Programm heute gemacht, das ist alles sehr heiß und heiß an alle gestrickt. Ich begrüße zuerst mal alle unsere Gäste heute Abend, begrüße ganz besonders den Präsidenten des TSV und gleichzeitig Vorsitzenden des Aufsichtsrates. Herzlichen Dank, dass Sie so ganz kurzfristig kommen konnten in dieser Situation, in der wir sportlich zum zweiten Mal innerhalb von wenigen Jahren eine Klasse tiefer gestiegen sind. Es werden sicherlich ganz viele Fragen auch bei Ihnen oder bei euch sein. Wir haben uns aber überlegt, dass wir zu Beginn das ein wenig dadurch bündeln, dass wir die großen Komplexe, wie geht es weiter in der kommenden Saison auf drei Ebenen. Einmal, wie ist der Stand der Lizenzierung? Zum Zweiten, wie ist der Stand der Kaderplanung, die sportliche Planung? Und der dritte Bereich ist natürlich auch, wie geht es finanziell, organisatorisch in der Geschäftsstelle und mit den Mitarbeitern weiter? Überall viele offene Fragen, die Herr Dr. Hein sicherlich zum Teil oder auch umfassend beantworten kann. Was wir nicht wollen, ganz bewusst in der ersten Stunde, sind zwei Dinge.
nämlich Zwischenfragen aus dem Plenum zulassen. Wir machen nach einer Stunde eine Pause, eine Raucherpause, danach noch einmal eine Stunde, so haben wir es eben besprochen, bei denen Sie Ihre Fragen stellen können. Wir sind sicher, eine ganze Reihe der Fragen wird bis dahin schon geklärt sein. Und zum Zweiten, was wir nicht wollen, ist jetzt bewusst nach hinten schauen und sagen, warum sind wir jetzt eigentlich abgestiegen, warum dies, warum jenes, sondern wir wollen bewusst nach vorne schauen. Das heißt nicht, dass Sie nicht Ihre Frage nachher auch rückblickend stellen können. Wir haben uns ein bisschen abgeschworen heute Nachmittag, beim Tässchen Kaffee und... ohne Kuchen. Ohne Kuchen, ja. Der Karl-Heinz wird jetzt beginnen. Ich bitte um Fairness allerseits, wir versuchen das zu sein. Bitte? Lizenz erteilt, gibt es Auflagen, gibt es bestimmte Rahmenbedingungen, die wir erfüllen müssen. Ich glaube, das ist wichtig für die Grundvoraussetzung für die nächste Saison. Und das bewegt natürlich auch viele, wo wir momentan stehen, ist der Lizenzierung. Das ist nicht angeschlossen. Das ist nur für die Kamera. Ja, guten Abend erstmal. Bin ja schon hier fast zu Hause inzwischen und habe mich eigentlich, muss ich sagen, hier immer relativ wohl gefühlt, auch wenn andere vielleicht anderes behaupten. Also es war immer ganz nett bei euch. In diesem Zusammenhang möchte ich auch als erstes mal sagen, also Kompliment an die Fans, dass so viele mit waren zu den letzten Spielen und das Verhalten war vorbildlich in München. Kann man nicht anders sagen. Was wir erlebt haben von Frankfurt, von Karlsruhe, das war grauenhaft. Aber unsere Fans in München, Kompliment. Ja, dürft ihr auch ruhig weitertragen. Also diese Meinung werde ich überall vertreten. Kurze Zwischen. Die Münchner sehen das aber anders in Berichten der Zeit. Bitte. Ja, sorry. Ja gut, also das war aber auch meine Meinung. Zur Lizenz. Wir haben... Die Lizenz muss man immer für alle Ligen beantragen, erste, zweite, dritte Liga. Wir haben die Lizenzen mit Auflagen bekommen. Diese Auflagen sind aber nur zu erfüllen, wenn das Sanierungs- und Refinanzierungskonzept, was wir ja jetzt seit fast ein Dreivierteljahr mit Stadt, mit Land, mit Kreditgebern diskutieren, wenn dieses Sanierungskonzept trägt. Deshalb, Sie wissen, der Rat hat ja am 5. März beschlossen, die Verträge liegen jetzt gerade eben vor, immer noch nicht so ganz zu Ende. Deadline für uns ist der 24. Mai, das ist der letzte Tag für die Lizenzierung für die zweite Liga. Warum für die zweite Liga? Es könnte ja sein, dass irgendeiner vielleicht die Lizenz nicht kriegt. Dann würde man natürlich ganz bescheuert dastehen, wenn wir die Lizenz nicht hätten. Aber das ist ja ein eher unwahrscheinlicher Fall. Lizenz für die dritte Liga aber genauso. Es funktioniert und es geht auf, wenn die Verträge mit der Stadt bis zum 24. unterzeichnet sind. Das wissen alle und deswegen also unser Stichtag 24. Mai. Dann wissen wir mehr. Aber sehe im Moment keinen Grund zu glauben, dass wir die Lizenz nicht bekommen. Und es gibt auch keinen Grund zu glauben, dass das Sanierungskonzept nicht läuft. Das heißt, Basis für die Lizenzierung sind gültige Notarverträge zwischen den Kreditgebern, sprich der Stadt Aachen, der Aachen-Münchner, privaten Kreditgebern, der Bürgschaftszusage des Landes, die ja verlängert werden muss, von 20 auf 25 Jahre. Das ist die Voraussetzung, dass wir eine Lizenz für die dritte Liga bekommen. Jetzt sind wir seit zwei Monate sind vergangen, seitdem der Rat der Stadt Aachen beschlossen hat, in diese Verträge einzusteigen. Du hast selbst gesagt, am Ende März war es, als du zum Präsidenten des TSV gewählt worden bist, dass du sehr zeitnah dafür sorgen möchtest, diese Verträge umzusetzen. Seitdem sind auch wiederum 6 Wochen vergangen. Woran hat es gehapert in den letzten Wochen? Naja, das sind ja im Wesentlichen Dinge, wo wir gar keinen Einfluss drauf haben. Das sind Gespräche zwischen Kreditgebern und der Stadt Aachen im Wesentlichen. Wir sind ja eher immer als Bittsteller aufgetreten. Wir können ja nur das letztendlich akzeptieren, eigentlich, was man uns vorlegt. Wir werden nicht alles akzeptieren, aber im Großen und Ganzen müssen wir die Verträge, so wie sie von der Stadt Aachen kommen,
werden wir hinnehmen müssen. Mhm. Okay. Also wir haben wenig Einfluss darauf zurzeit. Klar, ich bin bei dir, finde das auch nicht toll, dass das dann nach diesem Ratsbeschluss noch so lange dauert. Ursprünglich war als ein abschließender Termin der 30. April vorgesehen seitens der Stadt. Die Stadt sagt uns jetzt Ende Mai, gut, der 24. Mai muss es ja dann sein. Geld wird aber auch da noch nicht fließen, das wird alles noch ein bisschen dauern. Aber wir gehen mal davon aus, dass die Stadt bis dahin die Verträge fertig hat, wurde uns heute noch zugesagt und wir dann im Austausch sozusagen die Lizenz kriegen. Ja, ich möchte gerne nochmal nachhaken. Es geht also nicht darum, jetzt Inhalt zu den Verträgen zu diskutieren, sondern wir sind ja fundamental auf diese Lizenz angewiesen. Sollten wir sie nicht bekommen, gibt es auch keine dritte Liga. Am 8. März hat der Stadtrat einen Beschluss gefasst, nämlich eine Umfinanzierung gemeinsam mit der Allemannia hinzubekommen. Seither sind gestern auf dem Tag 2 Monate vergangen. Ich lese in der heutigen und in der gestrigen Presse, dass offensichtlich die Unterschrift nicht geleistet worden ist, weil die Allemannia bestimmte Vorleistungen noch nicht erbracht hat oder Bedingungen nicht erfüllt hat. Ich lese heute, dass Frau Greling am nächsten Dienstag, das ist die Stadtkämmerin, am 15. erst hinter verschlossenen Türen, so stand es wörtlich da, Bericht erstatten möchte über den derzeitigen Stand. 15. Bericht erstatten heißt, das ist 9 Tage vor dem Ultimo, vor dem 24. Ich nehme nicht an, dass an dem Abend dann unterschrieben werden wird. Ich frage mich, weil ich es nicht weiß, woran hängt es denn zurzeit? Ein Stadtrat beschließt eine Umfinanzierung doch nicht, um hinterher 8 bis 10 Wochen zu diskutieren und zu überlegen, was denn jetzt noch alles zu tun sein muss, damit das unterschriftsreif wird. Können Sie uns sagen, A, woran es gescheitert ist, dass bisher unterschrieben wurde, und B, sind diese Dinge, die dort offensichtlich im Wege stehen, bis zum 24. auszuräumen? Denn das ist in der Tat der letzte Termin für die Lizenz. Also, Herr Hoffergeld, das war ja wieder so ein kleiner Unterton in dieser Frage. Bringschuld von Allemannia Aachen kommt dann ja immer ganz gerne. Es gibt keine Bringschuld von Allemannia Aachen, an denen das Ganze hängen geblieben ist. Fakt. Woran es hängt, dass es bei der Stadt etwas länger dauert? Das weiß ich nicht. Da muss man Frau Greling fragen. Da stecke ich also auch nicht drin. Also es liegt aber nicht, definitiv nicht, bei uns. Und dass es knapp wird, ist uns klar. Wahrscheinlich wird es am Tag vorher alles unterzeichnet werden. Ja. Ja. Ist immer so. Jemand offenbar, wenn man eine Diplomarbeit macht oder so, wird es in der Nacht vor dem Abgabetermin fertig. Ich finde das auch nicht erfreulich. Ganz und gar nicht. Und wir finden das auch nicht gut, dass man dann nachher doch wieder alles unter Druck machen muss. Aber da haben wir keinen Einfluss drauf gehabt bisher und da haben wir auch keine Bringschuld, an der es hängen geblieben ist. Also meine Diplomarbeit war 3 Wochen vor Abgabe fertig. Aber ich war auch die Ausnahme im Semester. Ja. Die Kopierer waren damals schneller. So ist es. Lässt grüßen. Genau. Meino, kann es sein, dass das Land den ganzen Prozess noch ein Stück weit verzögert hat? Wir haben heute oder gestern, Klaus, korrigiere mich, wir haben in der Zeitung etwas über eine Steuerschuld gelesen. Kann da ein Zusammenhang entstanden sein, dass das Land dort vielleicht ein wenig den Prozess aufgehalten hat? Nein, auch das ist kein Grund. Habt ihr auch gelesen in der Zeitung, dass die Steuerschulden, glaube ich, im Wesentlichen beglichen worden sind. Da fragt man sich natürlich, warum steht so etwas in der Zeitung? Das ist eine Information, die ausschließlich im Aussichtsrat besprochen wurde. Und am nächsten Tag findet man sie in der Zeitung. Das ist im höchsten Maße gefährlich, solche Dinge in die Öffentlichkeit zu bringen und gibt dann ja möglicherweise dem einen oder anderen einen Grund, sich vielleicht zurückzuziehen. Fakt ist, dass diese Schulden, die es gegeben hat, beglichen worden sind und auch nicht ein Grund für eine Verzögerung sind. Es gibt wirklich keine
keine faktischen Gründe, meine Verzögerung. Es gibt einfach technische Gründe. Man muss die Verträge machen. Ich bin alle auch eurer Meinung. Es hätte vielleicht am 6. März geschehen können, ist es aber nicht. Wenn wir also die Umfinanzierung hinbekommen haben als Voraussetzung für die Lizenz, wenn die Verträge unterschrieben sind, wir haben die Lizenz für die dritte Liga. Bis dahin gibt es ja auch einen sportlichen Bereich, der geplant werden muss. Einen neuen Trainer haben wir bereits, den hast du diese Woche bereits bestätigt. Ich fand es etwas ungewöhnlich, dass der Trainer vor dem Sportdirektor bestätigt wird. War für mich eine Situation, wo ich dachte, das könnte im Laufe der Saison eventuell zu einem Konfliktpotenzial zwischen einem neuen Sportdirektor und dem Ralf Außen kommen, wenn es vielleicht sportlich nicht richtig läuft und der Sportdirektor natürlich darauf zurückziehen kann und sagen kann, das ist nicht mein Trainer, den habe ich nicht bestimmt, der wurde mir vorgesetzt. Das könnte ein Konfliktpotenzial sein. Wie weit seid ihr in eurer Überlegung mit dem Sportdirektor und warum habt ihr den Schritt vorab gemacht, den Trainer zu bestätigen? Ja, das kann ich sagen. Also erstens scheint mir das ein bisschen theoretisch. Es gibt schon die eine, Herr Heinrichs, bitte. Es gibt schon die eine oder andere Firma, die ihre Belegschaft schon hat und am Ende den Chef austauscht. Das wird demnächst bei der Deutschen Bank passieren, das wird bei anderen passieren. Und dann kann man auch nicht sagen, jetzt geht die ganze Belegschaft nach Hause, ich bin nicht schuld, ihr wart ja schon da. Das ist, halte ich für etwas theoretisch. Im Prinzip wäre schön, wenn das immer so ginge. Wir stellen zuerst den Chef ein und dann alle anderen Mitarbeiter. Aber die Welt ist nicht immer so einfach. Also ich halte das Ganze auch für ein wenig theoretisch. Diese Reihenfolge geschehen muss. So, warum ist es bei Alemannia andersherum geschehen? Die Trennung von Erik Meyer hat ja vielleicht ein wenig überraschend, vielleicht auch nicht überraschend stattgefunden. Der eine sagt zu spät, der andere sagt zu früh, der dritte sagt genau richtig, der vierte sagt, das ist egal. Und der andere sagt, um Gottes Willen, hol ihn zurück. Und der andere sagt, schick ihn zum Teufel. Das ist, und dazwischen steht man und dann muss man irgendwann eine Entscheidung fällen. Warum ist die Entscheidung zu dem Zeitpunkt gefallen? Weil einfach Handlungsbedarf bestand. Es gab letzten Endes keine konkreten Pläne für die zweite Liga, nicht für die dritte Liga. Und aus diesem Grunde musste gehandelt werden. Und eins habe ich auch Erik Meyer gesagt, ich werde nicht nach einem Nachfolger hinter seinem Rücken suchen. Das fände ich ihm gegenüber nicht fair. Und deswegen hat auch die Trennung zu diesem Zeitpunkt stattgefunden. Und gut, gestehen, den einen oder anderen haben wir schon angesprochen vorher. Aber wir wissen auch, dass so etwas nicht vertraulich zu machen ist. Die Dinge stehen ja normalerweise in der Zeitung, bevor man es selber weiß. Und das ist vielen Dingen ja auch ganz einfach, weil es zwangsläufig ist. Da kann man ja auch in die Bild-Zeitung gerne spekulieren, wie mit der Entlassung von Friedel und Funkel. Das stand Samstagmorgen in der Zeitung. Die Entscheidung fiel Samstagabend. Also, aber es war ja nicht so überraschend zu dem Zeitpunkt. Und dann kann man ja auch einmal riskieren, etwas zu sagen, ohne hundertprozentig Bescheid zu wissen. So, also die Trennung von Erik Meyer erfolgte und dann haben wir uns verstärkt daran gemacht, einen neuen Sportdirektor zu finden. Sportdirektoren gibt es offenbar wie Sand am Meer oder wenigstens Leute, die es gerne werden würden. Ich habe eine Liste von 35 Leuten, es werden also täglich mehr. Aber inzwischen haben wir es auch wieder eingedampft. Also mit 35 Leuten kann man sich selbstverständlich nicht unterhalten. So, da ich diese Entscheidung aber oder wir im Aufsichtsrat nicht übers Knie brechen wollten, um nicht wieder den nächsten Fehler zu machen, haben wir gesagt, Ralf Außen ist, glaube ich, im Wesentlichen unumstritten. Also wir waren der Meinung, dass er gezeigt hat, dass er es kann und hoffen natürlich, dass er es weiter kann. Und aus dem Grunde sollte man ihm diese Chance geben. Und was ich aus rein der Fans höre und aus rein der Bevölkerung, gibt es da bisher auch keine Kritik daran. Und das macht es ja noch umso schöner. Man kann nicht immer auf jeden hören, das ist ganz klar, weil man selber ja auch vielleicht viel näher an einer solchen Situation dran ist. Aber wenn man dann eine Entscheidung fällt, die auch von allen hier vielleicht und anderen Fans mitgetragen wird, dann ist das, finde ich, umso schöner. Also
Ralf Außen mit seinem Co-Trainer sind verpflichtet. Ich glaube, weil die Verträge schon unterschrieben worden sind, aber man ist sich einig. Man ist sich auch einig über das Gehalt und das Ganze drum und dran. Das sind alles sehr vernünftige Leute, die wissen, was sie in unserer momentanen Situation auch bezahlen können. Sportdirektor? Laufzeit? Ich kann es in diesem Moment gar nicht sagen, weil es ist, glaube ich, heute Mittag noch darüber gesprochen worden. Du darfst noch was sagen? Ich sagte Sportdirektor. Wie weit hat er mit dem Prozess? Du sagst 35, eingedampft? Ja, wir haben eine ganze Menge Gespräche geführt. Da stehen ja dann auch schnell wieder Namen in der Zeitung. Ralf Dohm stand in der Zeitung. Steht ja auch in Seeberger in der Zeitung als Trainer. Nein! Bloß nicht! In der Zeitung! Bloß nicht! Stand in der Zeitung. Ja, weiß ich, aber Kai Michalke stand in der Zeitung als neuer Sportdirektor und sowas alles. Nein, das ist jetzt, Scherz beiseite. Worauf muss ich antworten? Also wir haben die Liste eingedampft, es gibt einige wenige, wir haben gute Gespräche geführt mit vielen Leuten. Bei den meisten springt der Funke dann auch nicht über. Gerade sagte mir jemand da war gerade jemand am Telefon hier, der sagte mir, der Bauch, hör auf den Bauch, der ist gar nicht, hat nicht im Unrecht. Mhm. Wir haben gute Leute, sehr gute Leute. Allerdings den ersten Kandidaten, der hat mir gerade eben 2 Minuten vor dieser Veranstaltung gerade am Telefon gesagt, er steht nicht zur Verfügung. Aber wie gesagt, das ist nicht der Einzige. Schmerzke stand natürlich ganz oben drauf, obwohl wir nie davon ausgegangen sind, dass er tatsächlich zu uns kommt. Nein, wir haben ihn auch, ich habe ihn nicht gefragt, aber ich habe mich mit ihm unterhalten und ich habe ihm die Chance gegeben, ja zu sagen, so hintenrum ein wenig. Aber ich glaube, es wäre peinlich, wenn man ihn direkt fragt. Schmadtke möchte eine Auszeit nehmen und ich glaube, er braucht ein wenig Abstand von den Dingen. Er steht uns zur Verfügung mit Rat und Tat, finde ich auch toll. Wie viele alte Aachener überhaupt, man kriegt viele Anrufe von Leuten, die mal hier gewesen sind, die nicht unbedingt Posten wollen, die einem aber auch so mit Rat zur Verfügung stehen würden. Ja, ich versuche mal das nochmal auf den Punkt zu bringen. Ich gehe davon aus, Lothar Matthäus hat sich auch wieder beworben. Gegen die Person des neuen Trainers, denke ich, gibt es hier auch gar nicht so die Vorbehalte. Die IG hat, glaube ich, auch versprochen, ihn im ersten Jahr nicht einzuladen. Weil bekanntermaßen das bisher noch kein Trainer länger als 4 Wochen überlebt hat. Ich möchte aber trotzdem nochmal auf die Personalentscheidung, und zwar auf die Entscheidung, nicht auf die Person zurückkommen. Erik Meyer hat vor ganz wenigen Tagen nochmal gesagt, einer seiner Kardinalfehler sei es gewesen, zuerst den Co-Trainer und dann den Trainer eigentlich mal erfahren, wie wir angestellt zu haben. Das ist, glaube ich, die Befürchtung, die hier auch gemeint wird, wenn man sagt, ich stelle mir zuerst den Trainer ein und suche dann den Sportdirektor. Denn es könnte ja sein, dass man da schon wieder den nächsten Fehler auf Kiel legt, wenn irgendwann Gegenwind kommt, der Sportdirektor ja auch eine Ausrede haben könnte, zu sagen, ja, den habt ihr mir ja vor die Nase gesetzt. Das Gleiche könnte bei den Spielern passieren. Herr Außen führt ja jetzt Gespräche mit den Spielern, und da bin ich zu meiner nächsten Frage angekommen. Ist Ihnen bekannt, welche Spieler uns definitiv verlassen werden, welche definitiv bleiben und bei welchen man noch im Gespräch ist? Ja, jetzt mal noch ein Wort zum Ralf Außen. Ralf ist ein ausgesprochen vernünftiger Mensch, der kennt das Geschäft und er sagt auch von vornherein, wenn es nicht läuft, dann ist er der Erste, der sagt, Leute, ich bin nicht der Richtige für euch. Also das ist ein ganz unkomplizierter Mensch, der aber Biss hat und der will nach oben und der sieht auch seine persönliche Chance, er ist auch schon ein paar Jahre älter, aber er sieht auch seine persönliche Chance bei Alemannia. Also, wenn es da Probleme gäbe, dann wäre er auch derjenige, der wieder ins zweite Glied zurücktritt. Auch das ehrt ihn sehr und macht ihn dann so wertvoller und auch sympathischer. So, zu den nochmal, warum fiel die Entscheidung für den Trainer zuerst?
weil eben die Liste mit den Sportdirektoren so lang war und ich nicht gesehen habe, dass wir in absehbarer Zeit zu einer Entscheidung kommen. Das hat sich inzwischen ein bisschen geändert. Vielleicht klappt es ja doch ganz schnell. So, aber wir mussten ja versuchen, die Leute so ein bisschen zusammenzuhalten. Und damit ist der Ralf schon in der vorigen Woche teilweise angefangen, hat verschiedene Leute angesprochen, ob sie bei uns bleiben werden. Es haben dann am Montag und Dienstag sehr viele Gespräche im Hause stattgefunden. Die Jungs gaben sich die Klinke in die Hand. Klar, ihr wisst, einige werden gehen. Tobias Weistammel geht nach Paderborn. Unsere Holländer werden nicht mehr bei uns bleiben. Sibom und Hadiur, Wartermanns aber auch. Die können wir uns auch nicht mehr leisten in der neuen Liga. Aber die Frage ist natürlich auch, ob wir sie so unbedingt brauchen in der zweiten Liga. Also man muss sich dran gewöhnen. Ja. Nein, also die werden definitiv gehen, aber mit vielen anderen auch sehr bedeutenden Spielern werden Gespräche geführt. Klar, es geht jetzt doch wieder alles unter Zeitdruck. Heute war letzter Trainingstag, wir waren heute Mittag noch zusammen essen und damit sind wir erstmal auseinandergegangen, aber alle Leute sind natürlich zu erreichen. Einige haben schon ein Angebot, andere werden heute oder morgen noch eins bekommen. Ist so ein bisschen ein Henne und Ei im Augenblick. Ich glaube, wenn so der Erste unterschreibt, der Erste Wichtige, dann ziehen die anderen mit, aber keiner traut sich so den ersten Schritt. Obwohl mir heute Mittag ein paar Leute gesagt haben, schon ganz konkret, ich bin dabei. Da werde ich jetzt nichts zu sagen. Der steht ja morgen in der Zeitung. Genau. Ich verstehe schon, dass Herr Hein jetzt keine Namen von Spielern nennt, die noch keinen Vertrag unterschrieben haben. Das würde ich auch nicht tun. Aber vielleicht können Sie den Begriff wichtiger Spieler definieren. Vielleicht können Sie sagen, wer für uns wichtig sein könnte, ohne dass Sie damit festlegen, dass er auch bleiben wird. Die Zeitung schrieb ja heute auch von einigen, Albert Streit, Odonkor, wen haben Sie hier noch geschrieben, Stehle, Stiepermann. Die Zeitung schrieb auch von einigen, die definitiv weggehen werden. Einen haben Sie genannt. Könnten Sie denn allgemeine Aussagen machen, wen wir gerne halten wollen. Vielleicht können wir ihn da nicht halten, aber wen wollen wir halten und wen wollen wir nicht halten? Wie wollen wir? Nennen Sie keine Namen, nennen Sie Zahlen. Ja, also ich habe schon Schwierigkeiten genug mit den Namen, geschweige denn mit den Rückennummern, die sie haben, also diese Zuordnung. Wäre mal ein interessantes Quiz, aber ihr wisst wahrscheinlich alle zu 100%. Nein, aber jemand wie Albert Streit hat natürlich, wisst ihr auch gesagt, dass er eventuell bei Alemannia bleibt. Aber auch da ist nichts unterschrieben und ich denke, die schlafen jetzt alle erstmal mal drüber. Die haben ja auch ein paar bewegte Tage und Zeiten hinter sich. Die waren ja alle selber auch genauso geschockt. Wie wir. Also, die brauchen schon noch ein bisschen Zeit. Manu, kannst du ein bisschen etwas über den Etat im nächsten Jahr sagen? Also, wir haben auf der Jahreshauptversammlung ein paar Zahlen bekommen. Ich glaube, knapp unter 10 Millionen liegt der Gesamtetat für den Spielerbereich, wenn ich mich recht entsinne, ca. 2,7 Millionen in dieser Größenordnung. Ja. Sind wieder 25-27% des Gesamtetats, ähnlich wie es in der zweiten Liga ebenfalls war. Das heißt, unsere übrigen Kosten sind natürlich sehr hoch. Mit 2,7 Millionen Euro, glaube ich, ist man in der abgelaufenen Drittligasaison an circa 7., 8. Stelle, was den Etat betrifft. Reicht das, um direkt wieder oben anzugreifen? Ja, also verschiedene Sportdirektoren, Kandidaten, mit denen ich gesprochen habe, sagen, in dieser Größenordnung, sagen wir mal 3 Millionen oder so, kann man oben angreifen. Aber
Dazu kommt, Alemannia hat wirklich eine Menge gute Freunde und der eine oder andere legt auch vielleicht nochmal eine Schippe drauf, wenn es um einen speziellen Spieler gibt. Also das wird unser Thema auch sein müssen. Jetzt eine Hilfe in dieser Zeit. Aber wie gesagt, mit dem ich gerade am Telefon gesprochen habe, habe ich auch noch gesagt, Alemannia hatte, glaube ich, in den letzten Jahren immer ein bisschen zu hohe Ansprüche. Und ich meine, ist vielleicht auch daran zum Teil gescheitert. Als ich mit Jörg Schmadtke gesprochen hatte, war der erste, wenn wir einen neuen Sportdirektor haben, muss der einen Namen haben? Ich sage, nee, der muss keinen Namen haben, der muss arbeiten. Und so ist es ja. Man lässt sich ja gerne von großen Namen blenden. Ich finde, das ist nicht erforderlich. Er muss Ahnung haben von seinem Job. Und dieser Job ist sehr vielfältig. Das durfte ich dann auch in den letzten Monaten eigentlich lernen. Ich habe ja nicht daran gedacht, ich kümmere mich um Finanzen, aber habe das dann vielleicht auch ein bisschen aus dem Auge gelassen. Zum Sportbereich gehört eben auch der Jugendbereich, sehr wichtig, gerade auch in dieser Situation, dass wir vielleicht auch den einen oder anderen aus dem Nachwuchs bekommen. Zum Sportbereich gehört der Profibereich. Zum Sportdirektor gehört Kommunikation unter allen. Dazu gehört Teamgeist. Es darf keiner ausscheren, wird mir von jedem gesagt. Erfolgreiche Vereine, da hält man zusammen. Das gilt auch für die Fans. Haben wir natürlich auch das Problem, dass hier verschiedene Gruppierungen existieren, die wir unbedingt wieder zusammenkriegen müssen. Wir müssen alle ein Ziel haben. Und das Ziel ist oben mitzuspielen. Und es wäre vermessen, jetzt vom Wiederaufstieg in dieser Saison zu reden. Da können wir am Ende der Saison miteinander drüber sprechen. Wir müssen eine gute Leistung bringen, sagt auch Ralf Außen, insofern auch, dass man die Fans hinter sich bringen muss, von Anfang an, vom ersten Tag an, von der ersten Minute an. Der weiß, dass die Jungs rennen müssen und dass er dann die Fans hinter sich kriegt. So, das muss das Ziel sein, alle zusammen zu schweißen und nicht mehr gegeneinander zu arbeiten, wie das in der letzten Zeit so viel war und wie es eigentlich heute teilweise noch ist. Du hast das Thema Anspruch angesprochen in Aachen. Wenn du die letzten 13 Jahre betrachtest, wir sind aus der dritten Liga 99 aufgestiegen, sind dann mit einer mittelmäßigen Zweitligaleistung erstmal gestartet, hatten dann sehr erfolgreiche Zeiten, die dann mit dem Bundesliga-Aufstieg ihren Höhepunkt gefunden haben. Da wollen wir ja alle wieder hin. Und wir haben uns ein Stadion dahingestellt, das nur diesen Anspruch zulässt. Alles andere wäre, glaube ich, vermessen. Das heißt, aus meiner Sicht sind wir abhängig davon, dass wir diesem Anspruch nicht nur hinterherlaufen, sondern dass wir diesen Anspruch auch erfüllen. Und zwar sehr bald. Wir müssen oben mitspielen, ansonsten rennen wir aus meiner Sicht bald wieder in andere Probleme hinein. Oder siehst du es anders? Nee, Carlos, du hast völlig recht. Wiederaufstieg so schnell wie möglich, das muss natürlich unser Ziel sein. Aber wenn wir müssen noch ein wenig an unserer Philosophie arbeiten. Aber eins ist mir ganz klar, ich werde mich nicht hinstellen und sagen, wir werden dieses Jahr wieder aufsteigen. Das wollen viele andere auch. Die dritte Liga ist auch stark. Und das kommt so ein bisschen darauf an, wie wir starten am Anfang. Es kommt darauf an, welche Spieler wir kriegen. Wir sind spät dran, das wisst ihr alle. Dieser Wandel zwischen zwei Welten macht einen ja auch nicht gerade entscheidungsfreudig. Und das hängt darauf an, wie wir unser Team zusammengestellt kriegen. Wir einen Sportdirektor finden, der ein Netzwerk hat, der den Markt kennt, der auch vielleicht geschätzt wird von vielen Spielern und sagen, dann kommen wir. Soll ich darauf antworten? Ich lasse es, glaube ich, nicht. Ich meine, wenn die Frage kommt, also zum Erik, kann ich sagen, also ein Gespräch mit Erik Meyer fällt mir auch nicht leicht. Das ist eine harte Sache. Ja, die eingleisige dritte Liga geht jetzt, glaube ich, in die fünfte Saison. Ich glaube, die gibt es ja 4 Spielzeiten. Ich möchte ein paar Zahlen hinterfragen. Wir haben, so schrieb die Zeitung gestern, in der Planung einen Zuschauerschnitt von 9.800 pro Spiel. Der
Schnitt aller Vereine in der abgelaufenen Saison lag bei 4.556, wobei der Liga-Spitzenreiter Bielefeld etwas über 8.800 hat. Ich persönlich glaube, dass wir 9.8 erreichen, wenn wir oben mitspielen. Das heißt, Sie sprachen von der Philosophie, die ich im Übrigen durchaus sehr sympathisch finde. Wir wollen möglichst hoch spielen in der Tabelle und in der Liga. Wenn beides in Deckung gebracht werden kann, ein Kader, der oben spielt, halte ich auch die Zuschauerschnitte für realistisch, die wiederum ja direkte Konsequenzen auf die Einnahmesituation haben. Wenn es nicht gelingen sollte, einen Kader zusammenzustellen, der oben mitspielt, halte ich auch eine solche Zahl wie 9-8 für sehr, sehr ambitioniert. Mit all den Dingen, die dann wieder hinten dranhängen, mit dem sogenannten Public Catering, also das, was an Würstchen und Bier verkauft und anderen Dingen, sind wir nicht, das ist meine Frage, gezwungen, notfalls auch beim Sportetat ins Risiko zu gehen, das heißt Gelder zu beschaffen, die uns erlauben, den direkten Aufstieg zumindest anzupeilen, damit auch alle anderen Kennzahlen im Etat erfüllt werden können. Lieben gerne, Herr Offergeld, aber die Vereinbarungen mit der Stadt sehen vor, dass jegliche zusätzliche Kreditaufnahme genehmigt werden muss. Wir sind nicht mehr frei, wir sind abhängig von anderen, wir können nicht mehr frei schalten und walten, wir werden kontrolliert werden. In welcher Weise es möglicherweise gibt, gilt dann doch Sponsoren zu gewinnen und dann mit der Stadt zu vereinbaren, dieses zusätzliche Geld fließt in den Sportetat. Das weiß ich heute nicht, aber das muss und wird unser Ziel sein. Dass man Spieler XYZ, wo es so nicht leisten können, jemanden finden, der ihn, den Spieler vielleicht persönlich unterstützt. Da gibt es viele Modelle und Konstrukte, wie man dann an mehr Geld kommen kann. Aber einfach jetzt hingehen, ich könnte diese 2,6 oder 2,7 Millionen Spieleretat erhöhen, damit ich noch irgendwo ein Darlehen herkriege. Würden wir kriegen. Also man hat wirklich viele gute Freunde und in der Situation wirst du es tun. Dürfen wir aber nicht. Da unterliegen wir den Restriktionen durch die unser Kreditgeber. Darf ich eine Zusatzfrage stellen? Eine doppelte Zusatzfrage. Sie sprachen von Sponsoren. Sind Gespräche dieser Art, wie Sie gerade angesprochen haben, schon zurzeit werden sie geführt, vielleicht sogar als Selbstgespräch? Und zum Zweiten, das war gut, ne? Und zum Zweiten, wir haben unseren Hauptsponsor AM als Trikotsponsor verloren. Gibt es Gespräche und wenn ja, mit wem oder in welche Richtung für einen neuen Hauptsponsor? Also natürlich werden Gespräche für einen neuen Trikotsponsor geführt, muss ja auch schnell gehen und die neuen Trikots müssen produziert werden. Da kann ich aber nichts dazu sagen, wie weit wir da sind. Das weiß ich nicht so genau. Gespräche mit anderen Sponsoren werden geführt. Es gibt aber auch Leute, das muss ich auch wieder sagen, die Freunde von Alemannia, die Leute, die kommen auf uns zu, schon vor, weiß ich, 2 Monaten und sagen, egal ob zweite oder dritte Liga, wir bleiben dabei. Wir zahlen für unsere Loge, wir zahlen für unsere Business-Tickets den gleichen Preis. Wir bleiben mit unserem Sponsoring, mit unserer Werbeleistung dabei und zahlen den gleichen Preis wie in der zweiten Liga. Also das muss man sagen, das finde ich toll und bei solchen Leuten kann man sich nur immer wieder bedanken. Ich möchte die Frage von Klaus Offergeld nochmal aufgreifen. Könntest du dir ein persönliches finanzielles Engagement vorstellen bei der Alemannia? Also die Frage will ich nicht beantworten. Okay. Wir haben uns schon sehr engagiert, wie du weißt, also auch mit Fußballplätzen und Ähnlichem. Ja, richtig. Das ist bekannt, aber darüber hinaus werde ich dazu nichts sagen. Okay. Das heißt, wir haben momentan noch eine blanke Brust. Also ich persönlich fand das Hannen-Alt-Trikot immer sehr schön. Oder das Zentes-Trikot aus der Vergangenheit. Die hängen mir noch zu Hause. Also das sind Dinge, die würden mich wieder freuen. Aber naja, schauen wir mal, was kommt. Ja, ich denke, das muss auch ein bisschen zu Alemannia Aachen passen. Sorry, wenn ich vielleicht den Namen Kick in den Mund nehme. Vielleicht ist da jemand anderer Meinung. Aber wäre nicht so, was zu uns passen würde. Oder Trulli Arena oder sowas ähnliches. Billy Boy, wie auch immer. Billy Boy wird ja noch gehen. Naja. Entsprechend käuflich. Ich glaube, vielleicht
Eine Frage, wir haben einen Verwaltungsapparat, was ihn selber mal bezeichnet als, der ist schon relativ dünn. Das war mal deine Aussage, als wir hier mal zusammensaßen vor einiger Zeit. Kann sich die Alemannia diesen Verwaltungsapparat, diese Geschäftsstelle mit diesen Mitarbeitern weiterhin leisten in der Form? Was passiert mit den Mitarbeitern, wenn wir es nicht mehr können? Gibt es da Gespräche? Gab es Gespräche? Ja, Herr Krämer ist natürlich schon seit Monaten dabei, auch das ganze Thema sozialverträglich und arbeitsrechtlich zu klären und zu besprechen. Also ich habe noch vor einiger Zeit, weil diese Frage immer wieder kommt, ich habe selber einen Eindruck, aber doch mit unserem Wirtschaftsprüfer gesprochen, der durch viele Fußballvereine zieht und viele Fußballvereine betreut, sagt, wo können wir noch einsparen? Der sagt eigentlich nicht, widerspricht sich ein bisschen, jetzt kommen wir in eine Situation, wo wir nochmal einsparen müssen und dann geht es dann irgendwie wieder doch und geht doch wieder weiter. Es werden leider einige Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz verlieren und da sind seit vorgestern laufen da Gespräche. Bis vorgestern wussten wir ja letzten Endes nicht, wie es ausgeht und da die Stimmung auf der Geschäftsstelle, weil viele natürlich damit rechneten, möglicherweise ihre Stelle zu verlieren, war natürlich nicht so nicht doll, wie ihr euch vorstellen könnt. Wenn du sagst, Geschäftsstelle, ich frage jetzt einfach nochmal, du hast vor einiger Zeit gesagt, oder du hast bei deiner Vorstellung, glaube ich, im Presseclub zur Wahl des Präsidenten gesagt, dass es Verträge sind nur gültig für die zweite Liga, nicht für die dritte Liga. Ist das arbeitsrechtlich so genau definierbar? Kann man das machen? Ja, ich weiß nicht, ob das an diese Stelle gehört. Vertragsgestaltung ist sicherlich ein komplexes Thema, aber Alemannia ist da gut vertreten und ich kenne diese Diskussion, dieser sagt, solche Verträge sind nicht gültig, aber die Alemannia-Verträge sind es offenbar. Ja, die Geschäftsstelle wird von Herrn Krämer zurzeit geleitet, vom Geschäftsführer Finanzen. Ich denke, wir alle wissen, dass Sie jemand sind, der Herrn Krämer stützt und auch verlängern wird. Herr Krämer ist seit 2007 Geschäftsführer Finanzen. Seit 2007 ist unsere Finanzlage, vorsichtig ausgedrückt, zumindest nicht besser geworden. Sehen Sie die Möglichkeit, bei einem Neubeginn jetzt in Liga 3 auch mit einem neuen Geschäftsführer Finanzen zu starten? Ja, ich glaube, ich habe diese Frage an dieser Stelle schon, wer weiß nicht, wie oft beantwortet. Etat und Businesspläne eines Fußballvereins haben eigentlich eine Eigenschaft, man kalkuliert mit gewissen Einnahmen und mit gewissen Einnahmen. Und selbstverständlich sollte das Ziel sein, in den Sportbereich so viel reinzustecken, wie es irgendwie geht. Und diese Summe ist in den letzten 5 Jahren bei Alemannia, trotz neuem Tivoli und trotz allen Umrufen, im Wesentlichen konstant geblieben. Das ist mal 100.000 nach oben, 100.000 nach oben, eher Tendenz nach oben. Das ist ein Fakt. Das muss man auch mal so hinnehmen und glauben, das steht auf dem Papier, oder beziehungsweise Papier ist geduldig, aber es ist einfach Fakt und Tatsache, dass das Ganze, was sich hier entwickelt hat, nicht am Sportetat gelegen hat. Jetzt nochmal die Frage. Achso, Problem ist, wenn ein solcher Etat festgeschrieben ist, ein Sportetat, da kommen sie natürlich im Allgemeinen während der Saison nicht raus. Und wenn die Einnahmen sich dann nicht so entwickeln, wie man das geplant hat, dann gibt es eine Finanzlücke. Und da wir uns in den letzten 5 Jahren, von der Pokalsaison abgesehen, von diesen fantastischen Spielen abgesehen, haben wir uns einnahmemäßig von nach unten bewegt. Ihr wisst, anfangs hatten wir im Plan 21.000 Zuschauer, es kamen 18. Im nächsten Jahr stand im Plan 18, es kamen 16. Fernsehgeld stand anfangs, weiß ich, Platz 8, glaube ich, im Businessplan. Und wenn wir jetzt nicht festhalten, ein Beispiel, im nächsten Jahr haben wir Platz 10, im nächsten Jahr im Businessplan Platz 10, wir kriegen Platz 12 und so weiter und so weiter. Wir haben die Zielvorgabe bei den Einnahmen nicht erreicht.
Und dadurch tat sich immer wieder eine Finanzlücke auf. Jetzt kann man sich überlegen, wer ist daran schuld? Hätten natürlich auch von vornherein sagen können, wir tun nur 4 Millionen in Sportetat. Wäre es vielleicht noch schlimmer gewesen. Jetzt sagt ihr, wir haben im Etat 2,6 Millionen, reicht nicht, stockt den auf 3,5 oder was auch immer, dann spielen wir mit Sicherheit oben. Sicherheit gibt es übrigens sowieso nicht, aber wenn diese Schere auseinandergeht, sportlicher Anspruch und sportliche Realität, dann stimmen die Einnahmen nicht mehr und dann kommen wir in Probleme. Und das ist bei Alemannia geschehen. Gut, abgesehen davon, das Stadion ist natürlich immer ein riesiger Brocken. Und ihr wisst, im Rahmen der Refinanzierung kommen wir da von Finanzkosten von 4,3 Millionen auf 2 Millionen runter. Das ist eine fantastische Situation, hätte uns ein gutes Leben in der zweiten Liga ermöglicht, aber jetzt sage ich schon, wer hätte, das wollte ich eigentlich nicht. Dazu kommt die Erhöhung der Fernsehgelder, die ab der übernächsten Saison ansteht, durch den neuen Vertrag mit Sky. Hätte uns ein sehr komfortables Leben gewährt. Jetzt sind wir in der dritten Liga, es wird wieder knapp, es wird an allen Ecken und Enden kneifen. Aber die Verträge, die wir dann hoffentlich vor dem 24. Mai machen werden, erlauben uns das Überleben für eine gewisse Zeit. Wie lange denkst du, können wir in der dritten Liga überleben? Ich wollte die Frage auch stellen, Klaus. Es wird nicht besser werden. Wir gehen in der Tat, deswegen ist ein möglichst schneller Aufstieg anzustreben. Irgendwann verlieren auch die Sponsoren die Geduld. Irgendwann verlieren die Zuschauer die Geduld. Also die Situation wird nicht besser werden im Laufe der Zeit. Aber wie gesagt, ich will jetzt nicht sagen, wie lange, aber für mehrere Jahre sind diese Verträge festgeschrieben und für mehrere Jahre wird man uns die Luft zum Atmen lassen. Ja, wie anfangs gesagt, wollten wir ja nicht unbedingt nach hinten schauen und darauf zielen. Gar nicht gegen Herrn Krämer gerichtet, sondern sollte man, wenn schon eine Neuorganisation stattfinden sollte, dann nicht auch einen neuen Geschäftsführer Finanzen neben dem neuen Geschäftsführer Sport in den Verein einbringen, um wieder Vertrauen zu haben? Also, was mich anbetraf, als diese sportliche Situation jetzt wegbrach und ich mich auch noch darum kümmern musste, das gibt einem schon eine Menge schlaflose Nächte, das könnt ihr euch vorstellen. Mir wurde natürlich sehr schnell klar, dass man eine kompetente Person als Geschäftsführer für den Sport wieder haben muss, die einem etwas die Sorgen abnimmt. Ich kann auch sowieso nicht entscheiden, welcher Spieler links, rechts, in der Mitte oder sonst wo spielt. Das müssen andere machen. Meine Aufgabe kann es nur sein, daran mitzuwirken, eine vernünftige Spitze wieder zu bekommen. Auf der einen Seite. Auf der Finanzseite. Seit dem ersten Tag, wo ich bei Alemannia bin und eben auch weiter vor schon, wurde ja nur noch einige Personen vehement geschossen. Eine Person war ja Van der Kooi, der ist gegangen, er hat uns sehr gefehlt, weil die Stadiondinge nicht abgeschlossen waren. Mehrere andere gibt es, einer von denen ist Herr Krämer, auf den wird immer wieder geschossen, angefangen eben damit, dass er die Verträge für Stadion nicht unterschrieben hat. Und da kann man sich darüber unterhalten, ob da ein Fehler war oder nicht, weiß ich nicht. Er kam neu in den Betrieb, die Dinge waren gewollt, gewünscht und man hat ja nicht in den luftleeren Raum hineingerechnet, sondern es gab namhafte Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Es ist die PwC, die fürs Land arbeitet, die Bürgschaftsvergabe mitbegleitet. Man hat Modelle gerechnet, die funktionierten. Also es war nicht auch Luft. Hinterher zu sagen, das ist alles Unsinn gewesen, wie konnte man, ist schon sehr vermessen. Als wir das Eröffnungsspiel gegen Pauli gespielt haben, ja, ich glaube, da waren wir alle stolz und froh und glücklich, diesen Kasten da zu haben. Ist und der Typ da oben runtergefallen? Das war natürlich kein schöner Tag. Und ich meine, wir waren, also, und ich muss ehrlich sagen, ich bin heute noch stolz, dass das Stadion da steht. Und auch stolz, für diesen Verein arbeiten zu dürfen. Das auch.
Also diese Kritik und diese Diskussion, die haben wir ja nun lange genug geführt. Für mich persönlich ist das Vergangenheit. Was wirft man eigentlich Herrn Krämer vor? Vieles ist in Luft gegriffen. Er ist nicht gelitten. Ja, dann sagt er mal die Polizei, er wäre fair gewesen. Okay. Also möglicherweise waren sie nicht so hart zu den Frankfurtern wie zu unseren eigenen Fans. Aber wenn einer von unseren Fans dabei ist, Stangen aus der Verankerung zu reißen und dann die Gefahr besteht, dass er damit auf Frankfurt dazugeht, dann muss man meiner Meinung nach dagegen auch nicht vorwarten. Dagegen was machen. Ich will das nicht werten, ob die Frankfurter oder die Aachener schlimmer waren. Ich habe die Aachener vorhin. Haben Sie die Kinder? Also ich komme dann, weil das ja offenbar doch sehr emotionell beladen ist, wieder auf Herrn Krämer zurück. Ich bin ja nun seit 2 Jahren in seiner Nähe und ich sehe, wie komplex diese Tätigkeit eines Geschäftsführers ist. Man braucht da schon einen sehr erfahrenen Mann und den haben wir an dieser Stelle. Ich würde doch einen Däubel tun und mich hinter Krämer stellen, wenn ich auch der Überzeugung wäre, dass das nicht der richtige Mann ist. Und ich sage euch eins, ich kann es besser beurteilen als jeder andere hier im Raum. Vieles ist einfach, sind Emotionen, vieles ist das leidige Fanforum, wo Leute unter Pseudonym Unsäglichkeiten, Unwahrheiten und anderes verbreiten. Und lasst euch doch nicht von diesen Dingen beeinflussen. Sagt mir, was läuft da falsch? Dass ein Geschäftsführer möglicherweise auch bei der Stadt nicht immer und ständig und täglich beliebt ist, das können wir doch verkraften. Wenn er nur beliebt wäre, dann wäre er nicht der richtige Mann für uns. Also er legt eine gewisse Härte an den Tag. Natürlich hat der Krämer auch seine Fehler und Nachteile, wie wir alle. Das soll man alle nicht von uns weisen. Jedenfalls, wenn wir da jetzt noch eine neue Baustelle aufmachen, dann weiß ich nicht, ob meine Kraft noch reicht, das Ganze weiterzumachen. Wir sind im Augenblick mitten in der im Lizenzierungsverfahren. Eine höchst komplexe Angelegenheit. Die Geschichte mit der Stadt ist nicht abgewickelt. Wir müssen letztendlich noch mit Helmich klarkommen. Also es gibt da so viele Dinge. Achso, es gibt Privatinvestoren. Es gibt Unternehmen, die sich beteiligen im Rahmen des Sanierungskonzeptes. Und von all diesen Leuten höre ich von Sponsoren, dass sie auch ihr Engagement in Frage stellen, wenn wir diese Baustelle auch noch aufmachen. Und ich bitte sehr darum, endlich damit aufzuhören. Wir haben genügend Baustellen. Diese brauchen wir nicht auch noch. Sie haben jetzt relativ geschickt meine Frage nicht beantwortet. Ich sprach vom zerstörten Vertrauen in Teilen der eigenen Gremien, in der Politik, bei den Fans, in der Öffentlichkeit, natürlich auch im Forum. Und ich will noch den zweiten Versuch machen, darauf nochmal abzuheben. Sie haben Erik Meyer als Aufsichtsrat in der an Herrn Krämer festhalten. Und es geht alles bergauf, dann ist es ja okay. Aber was ist, wenn wir im Herbst, im nächsten Jahr, im übernächsten Jahr wieder eine neue Baustelle haben, finanzieller Art, und dann die Forderung kommt, warum habt ihr eigentlich nicht irgendwo mal einen Warenschnitt gemacht und alles auf einen Schlag zum Neustart genutzt? Herr Oppegel, Sie sagen, Vertrauen in den ein oder anderen Gremien oder Gremienmitglieder fehlt. Also mir, muss ich sagen, fehlt auch das Vertrauen in das ein oder andere Gremienmitglied. Ich habe vorhin einige Beispiele genannt, dass Dinge in der Zeitung stehen, die aus diesen Gremien kommen, die da ganz und gar nicht hingehören. Und hier gibt es auch Kräfte, die nicht daran arbeiten, was ich vorhin gesagt habe, ein Team zu sein, zusammenzuarbeiten, zusammen an einem Strang zu ziehen und diesen Karren wieder nach vorne zu bringen. Also das beruht durchaus auf Gegenseitigkeit. Und auch das sind teilweise Leute, die den Einblick, den Einblick nicht haben. Sagen wir es jetzt mal generell, Finanzkreisen kriege ich nur Positives. Und eben auch gesagt, bitte, bitte nicht noch eine Baustelle. Ich glaube, die erste Stunde haben wir jetzt einigermaßen
rumbekommen. Vielen Dank, Maino. Kurzes Fazit, wir haben eine Lizenz, noch nicht endgültig. Wir sind in Gespräch mit einem potenziellen Sportdirektor. Wir versuchen, einen Kader zusammenzubekommen. Ich glaube, Trainingsauftakt ist der 10. Juni. Wenn ich mich recht entsinne, stand zumindest so auf der Homepage. Ich glaube, wir haben viel zu tun und die nächsten Wochen werden sehr spannend. Danke für deine Auskunft bisher. Ja, auch von mir danke für die erste Runde. Bitte 10 Minuten Pause. Und bitte dann Kalender auch relativ zügig wieder rein, weil Herr Heim hat noch einen weiteren Termin. Ich muss noch eine Stunde genau sein. Darf ich? Hallo. Ich bitte jeden, der noch etwas fragen oder sagen möchte, sich zu melden. Wir versuchen, der Carlos und ich, das zu notieren. Kommt jeder dran, nur nicht jeder sofort und nicht jeder gleichzeitig. Arin Foki hatte sich zuerst gemeldet, danach die. Kannst du so oder brauchst du nicht? Nee, ich denke, ich rede laut genug. Weg draußen. Ja, sonst gib mir das Mikro. Dann, da hinten ist noch ein Mikro. Ja, da hängen wir hier runter. Ja. Muss man kurz angeben, dieses Mikro. Ah, der Achter ist auch neu. Mikros wie Sand am Meer. Ja, Herr Dr. Hein, ich würde gerne auf Ihre Aussage zurückkommen, die sich bezog auf die Trennung Finanzen-Sport, der Einfluss, den die Finanzlage der Alemannia auf den Sport genommen hat. Sie haben eben gesagt, dass für den Bereich Sport eigentlich in den vergangenen Jahren immer genug Geld da gewesen ist, mal 100.000 mehr, mal 100.000 weniger, aber eigentlich die Summe des Etats eigentlich so gewesen ist, dass es hätte ausreichen müssen. Ich möchte kurz darauf einige Anmerkungen machen, und zwar, als der Krämer vor 5 Jahren bei der Alemannia gestartet hat, haben wir noch 2 Jahre im alten Stadion gespielt, beziehungsweise 1,5 Jahre, die Saison 2008-2009 im alten Stadion beendet auf Platz 4 mit 56 Punkten, ein Zuschauerschnitt, der mit Sicherheit dem Businessplan entsprochen hat, Fernsehgelder, die mit Sicherheit auch dem Businessplan entsprochen haben und im Anschluss an die Saison einen Transfererlös für den Spieler Louis Holtby in Höhe von, ich glaube, 3 Millionen. So dass ich davon ausgehen muss, dass zu diesem Zeitpunkt der Bereich Sport eigentlich das Geld erwirtschaftet hat, was zu erwarten war, und darüber hinaus durch diesen Transfererlös mit Sicherheit Geld, das so nicht zu erwarten gewesen ist. Der Start ins neue Stadion, Saison 2009-2010, brachte uns eine sehr enttäuschende Saison auf Platz 13. Den Businessplan im Bereich Fernsehgelder hatten wir damit sicherlich verfehlt. Die Zuschauereinnahmen, der Zuschauerschnitt lag allerdings nur knapp unter dem, was kalkuliert war. Und wir hatten in diesem Jahr, finde ich, das erste Mal ganz klar vor Augen geführt bekommen, dass die Finanzen einen großen Einfluss haben auf die sportlichen Belange. Nach der Entlassung von Trainer Seeberger wurde, ich will jetzt nicht den Begriff billigster Trainer benutzen, sondern vielleicht eher preisgünstigster Trainer, der auf den Markt zu bekommen war, Michael Krüger. Die Saison endete dann, wie gesagt, sehr enttäuschend. Aber ich denke, durch diese Mehreinnahmen, die wir vor der Saison durch Louis Holtby erzielt haben, dadurch müssten die fehlenden Einnahmen eigentlich aufgefangen worden sein. Aber trotzdem waren wir nach dieser Saison gezwungen, das Budget für die erste Mannschaft zu kürzen. Auf 7 Millionen gedeckelt. Wir haben aus der Not eine Tugend machen müssen, auf einen jungen Trainer namens Peter Hiballa gesetzt, gezwungenermaßen auf vornehmlich junge Spieler gesetzt. Und es hat im ersten Jahr, so denke ich, da sind wir uns einig, eigentlich ganz gut funktioniert. Wir haben den 10. Platz erreicht. Ich denke, das wird dem Businessplan wieder nicht entsprochen haben, aber wir haben im Pokal sehr viel Geld verdient. Wir haben nach der Saison Transfererlöse erzielt für Höger und Stieber, die ebenfalls so nicht zu erwarten waren. Ich denke, wenn man alles zusammenrechnet, mit Sicherheit auch wieder einige Millionen, die der Sport erwirtschaftet hat, die aber nicht in den Sport zurückgeflossen sind. Wer weiß, wo wir heute ständen, wenn von diesen Millionen vor der Abstiegssaison auch Geld in die Hand genommen hätte werden können vor der Saison. Das ist alles spekulativ, das weiß ich. Aber ich finde, daran erkennt man eindeutig, dass die Finanzlage der Alemannia, nämlich diese Transfererlöse, diese Pokaleinnahmen, die dann in das Stadion oder in die Finanzen der Alemannia gesteckt werden müssen, um andere Löcher zu stopfen, dass die dem Sport durchaus gefehlt haben. Dass der Etat, der dieses Jahr zur Verfügung stand, eigentlich hätte reichen müssen, um zumindest die Klasse zu halten, darüber sollte Einigkeit bestehen.
Aber ich finde, man kann nicht so tun, als hätte die Finanzlage der Alemannia gerade mit Beginn des neuen Stadions nicht permanent auch Einfluss gehabt auf die sportliche Entwicklung von Alemannia Aachen. Also ich finde, das können Sie so nicht trennen. Also ich weiß nicht, ob ich das so nicht trennen kann. Ich kann nur wiederholen, dass das, was ich gesagt habe, stimmt. In den letzten 5 Jahren hat sich der Sportetat im Wesentlichen nicht verändert. Das ist Fakt. Das ist so. Aber der Sport hat ja Geld verdient. Es ist ja nicht so, dass der Sport immer nur gekostet hat, das dann ausgeglichen wurde und damit wurde die finanzielle Schieflage noch schlimmer, sondern das war doch eher umgekehrt. Wir haben doch auch im sportlichen Bereich Holtby 3 Millionen, Höger 1,5 Millionen, Stieber 1,5 Millionen. Viertelfinale DFB-Pokal mit 2x ausverkauftem Haus und Fernsehgeldern. Das sind Summen, wenn ich die zusammenrechne, dann liege ich bei 7 bis 8 Millionen, die der Sport eingebracht hat, die nicht in einem Businessplan vorgesehen waren. Ich glaube, das war meine erste Tätigkeit, die ich bei Alemannia gemacht habe. Was ich gesagt habe, Alemannia muss sich refinanzieren. Alemannia kann die Lasten nicht tragen auf Dauer, es sei denn, wir haben Sondereffekte. Sondereffekte wie Hörertransfer, Sondereffekte wie Pokal und ähnliches. Und das ist dann ja auch immer so irgendwie aufgegangen. Nur im letzten Jahr eben nicht mehr. Es gab keine zweite Pokalrunde, es gab keine Sondereffekte. Und es war auch nicht zu erwarten, dass irgendwas kommt. Und dann blieb am Ende der Saison eben keine ausgeglichene Bilanz, sondern ein Minus über. Und das haben wir im eigentlich immer, aber spätestens im Oktober letzten Jahres auch so an die Öffentlichkeit gebracht. Ich habe mal irgendwann gesagt, wenn die Refinanzierung nicht klappt, dann ist die Lizenz in Gefahr. Für St. Pauli schreibt auf der Titelseite, Zwangsabstieg droht. Hatte ja damit recht und ich war da gar nicht glücklich darüber, dass er geschrieben hat. Im Nachhinein war es aber ganz gut. Das hat viele Leute hier aufgeweckt. Wir haben also nie was anderes gesagt, als dass wir eigentlich eine Etatlücke haben, die wir nur durch Sondereffekte kompensieren können. Sie nicht, aber vielleicht habe ich das noch nicht ganz richtig formuliert. Es geht natürlich auch um den Geschäftsführer. Feuer! So, kaputt? Nein. Auch nochmal kurz auf die Personalie Friedhof Krämer einzugehen. Ich hatte dich ebenso verstanden, Meinung. Du hast gesagt, ich weiß nicht, ob ich mir das noch antun kann oder ob ich das noch zusätzlich schaffe, auch da nochmal jetzt irgendwo neu anzufangen. Ein hundertprozentiges Vertrauenszusage hört sich für mich anders an. Wenn es so recht zu finden oder ein Problem hat, ins aktuelle Lizenzierungsverfahren reinzukommen. Ich kann dir da ganz klar einen Tipp geben, es gäbe jemand, der prädestiniert wäre, das sofort zu übernehmen, der viel Erfahrung in dem Bereich, gerade hier in Aachen hat, und der Stand-by wäre, weil er immer alle Male war und auch heute noch ist, das ist der Daumenmaß. Ja, die ersten Bilder hat mich natürlich ganz geschickt hier so ein bisschen in die Enge getrieben, als ich gesagt habe, da reicht meine Kraft noch aus. Das stimmt weiterhin. Es kostet schon sehr, sehr viel Kraft, diese Tätigkeit. Aber ich möchte es doch noch mal auf etwas anderes konzentrieren. Es gibt eben viele Fans sind sehr, sehr wichtig und hier gibt es viel Kritik von dieser Seite, das ist klar. Aber es gibt eben auch andere, es gibt Leute, die uns Geld geben, Leute, mit denen man täglich verhandelt. Und da ist das Vertrauen voll und ganz da. Im Gegenteil, die sagen uns, Leute, bitte, bitte nicht noch etwas Neues. Hans. Ich weiß jetzt nicht. Ich sag mal so, unser Respekt in den Januar lässt uns ja mal ein bisschen freundlich sein. Freundlich sein. Muss man ganz ehrlich so sagen, das ist auch so. Ich wusste was. Also ich möchte jetzt mal nicht gerade den Erik Meyer verteidigen, sondern einfach den Sportdirektor. Und da kann man ganz einfach und deutlich sagen, das Pferd hat den Hafer verdient, bekommt er nicht. Erik Meyer hat für seine erstklassige Arbeit, die er in den letzten Jahren jetzt betrieben hat, auch einen Arsch bekommen. Ganz gewaltig, indem er rausgeschmissen wird. Wenn das der Maßstab ist, an dem Erik Meyer gemessen wird, welchen Maßstab stellen Sie tatsächlich an den Finanzmanagement, dann muss der Krämer leider Jutta schon seit ihrer Zeit weg sein. Jawohl.
Ich frage dann mal, wie sehen Sie das denn mit Respekt, mit Anstand, fährt den Hafer verdient, bekommt er nicht, wie sehen Sie das denn? Ich habe es vorhin schon gesagt, dass ihr euch vorstellen kann, dass ein solches Gespräch mit Erich Meier nicht einfach ist. Und das ist auch nicht so, dass mir das einfach so runtergeht. Und wenn ich ein Plakat im Stern lese, ein, das war ein Stich ins Herz, dann war das auch eins in mein Herz, muss ich auch dabei sagen. Ich glaube, wir schätzen alle Erich Meier sehr. Er hat viel für Alemannia getan. Er hat Charisma, ist eine Lichtgestalt. Wenn Erich Meier eine Anleihe verkauft und er will 10.000 geben, einer, dann nimmt er ihm 20.000 ab. Und wenn er zum Sponsor geht, der 10.000 gibt, dann nimmt er hinterher eine Loge. Also das ist Erich Meier. Erich Meier lieben wir, Erich Meier, Finanzgeschäft. Nehmen wir in den Arm, Finanzgeschäft, oder wäre er auch nicht dazu gehören, ist wieder eine andere Position. Aber Erich, ja, das genau das habe ich doch dem Erich angeboten. Glaubst du, wir möchten Erich verlieren? Gar nicht. Aber er sagt auch, er hatte das schwerste Jahr in seinem Leben hinter sich. Das hat er in seiner ganzen Profikarriere nicht erlebt. Er hat unglaublich viel auch gelernt in diesem Jahr. Er sagt aber auch von sich aus, er hat Fehler gemacht. Und er ist einfach da in einer falschen Position. Das ist ganz einfach. Und das ist der Grund. Nicht, weil wir Erich nicht mögen, weil wir Erich nicht schätzen. Und weil wir der Meinung sind, Erich hätte nicht unendlich viel für Alemannia getan. Da sind wir uns doch alle völlig einig. Nur für diese Position brauchen wir jemand anderes. Horst Heinrichs. Nicht so laut und nicht so aggressiv. Das geht auch auf eine vernünftige Art und Weise. Ich kann Sie völlig verstehen nach dieser Frage von den 12 Millionen. Aber wir haben einen Jugendbereich, da gehen 2 Millionen rein, das kann ich Ihnen sagen. Und wenn Sie Kaufmann wären, Herr Heinrich, hören Sie mir zu. Nicht, dass die Frage beim nächsten Mal wiederkommt. Wenn Sie Kaufmann wären, dann wissen Sie, dass man auch einen Wareneinsatz hat. Die Würstchen bringen zwar einen Erlös, aber man muss sie auch vorher einkaufen. Also es gibt auch andere. Dann glauben Sie das weiter so. Ich kann Ihnen allen versichern, dass bei Alemannia kein einziger Euro verschwendet wird. Darf ich das, was Herr Heinrich sagt, in eine beantwortbare Frage anderer Art kleiden? Es ist ja durchaus angedacht zur Zeit, wir kommen nachher darauf zu sprechen, dass wir eine Geschäftsführung über Finanzen bitten, einmal eine aufgeschlüsselte Aufstellung an diesem Abend dem geneigten Mitgliedspublikum zur Verfügung zu stellen. Mich würde zum Beispiel, um nur eine einzige Zahl zu nennen, obwohl ich mich hier aus der Diskussion raushalten wollte, interessieren, was sind eigentlich 1,5 Millionen Euro Sachkosten in der Geschäftsstelle? Die werden nur als Sachkosten aufgeführt, aber nicht aufgeschlüsselt. Das kann kein Druckerpapier sein, das hält kein Drucker aus ein Jahr. Dulden Sie den Herrn Kremmer mit. Ich weiß nicht, ob die Bilanz veröffentlicht ist, vermutlich ist sie das. Da können Sie, glaube ich, alle diese Zahlen hier gerne nachlesen. Da steht eben 1,5 Millionen. Es gibt eine detailliertere Kontenaufteilung, die müsste er präsentieren, um dann Einblick zu haben. Gut. Also bitte, ich bin nicht der kaufmännische Geschäftsführer, nagelt mich hier nicht auf Zahlen fest. Es gibt eben andere Kostenpositionen, allein 2 Millionen zum Beispiel gehen in die Jugendarbeit. Wie gesagt, ich kann es Ihnen jetzt hier nicht im Einzelnen beantworten. Wenn Sie eine außerordentliche Jahreshauptversammlung machen wollen, tun Sie das. Das ist sicherlich das Recht der Mitglieder, das zu tun. Und aber Sie können Herrn Kremmer bitten. Ob er es dann tut, weiß ich nicht. Okay. Achim Vogel. Ja, ich wurde Gespräch geführt in Richtung Übernahme von Aufgaben in Richtung Marketingbereich. Wie konkret sind diese Gespräche schon gelaufen? Also ich weiß persönlich von ihm,
dass er natürlich auch zuerst mal eine kleine Auszeit braucht, um einfach mal zur Ruhe zu kommen und durchzuatmen. Er hat hier, ich bin Erik Meyer, meine Frage in Richtung Sportdirektor. Natürlich hat der Erik unheimliche Verdienste für uns, aber ich kenne keinen oder kaum jemanden, der nicht auch sagt, er hat 3, 4, 5 Spieltage zu spät den Trainer entlassen. Er hat mit den Einstellungszeiten des Trainers einen Fehler gemacht. Das heißt, Erik Meyer muss sich auch diesen Abstieg mit an den Boot stecken. Hat er auch getan. So, meine Frage deshalb, Erik Meyer war einer aus dem Volk, einer aus dem Bauch, einer ein Macher. Welches Profil wird der neue Sportdirektor, Geschäftsführer Sport haben müssen? Welche Fachkompetenz? Sie haben eben selber eingeräumt, dass Sie gar nicht wüssten, welche Spieler wo spielen wollten. Namen sind teilweise vorhanden, Rückennummer nicht. Das heißt, Sie sind kein ausgewiesener Fußballfachmann. Welche Maßstäbe kann man als Nicht-Fußballfachmann, sind das die gleichen Maßstäbe, die man als Wirtschaftsunternehmer anlegt, an einen Manager? Oder wer sind Ihre Berater dann? Und welches Profil hat der neue Sportdirektor? Was muss der können? Also, was muss ein Sportdirektor können? Also erstens, ich habe es vorhin auch schon ein paar Dinge gesagt, gibt ja verschiedene Abteilungen. Das einmal ist die Jugend. Sport, Jugendentwicklung. Wir werden ja zertifiziert vom DFB oder DFL, ich weiß gar nicht genau, wer es macht. DFB, glaube ich, zertifiziert als Jugendzentrum. Und da kann man sich so Sterne erwirtschaften. So eine Zertifizierung ist so ein bisschen wie eine ISO 9000, was man von Firmen kennt. Zertifizierung, das gehören gewisse Organisationsstrukturen dazu im Jugendsport, dazu gehören Dokumentationen und vieles andere. Wir brauchen also einen Fachmann, der das kennt. Ein Stern, der ist mir egal, aber ein Stern bringt Geld. Wichtig ist der Weg zum Stern, dass wir eine Organisationsstruktur schaffen, die diesen Anforderungen des DFB entspricht. Also das zum Jugendzentrum. Wir müssen auch Jugendsitzen in Aachen oder bei Alemannia, weil man da mit vielleicht doch etwas weniger Geld am Ende des Tages an gute Spieler kommt und vielleicht den anderen auch wieder verkaufen kann, um Einnahmen zu generieren. Natürlich ist es die Profiabteilung, das ist natürlich immer das, was im Mittelpunkt steht. Also ein Sportdirektor muss ein Netzwerk haben. Er muss sich auf dem Markt auskennen, er muss Spieler kennen, ein Sportdirektor muss reisen, er muss bei Spielen sein, nicht nur bei unseren, auch bei anderen Spielen, auch bei Spielen der Ligen darunter und der Liga darüber. Er muss im Stadion sitzen, neben seinen Kollegen vom anderen Verein. Man muss sich austauschen, man muss kommunizieren. Man muss kommunizieren, insbesondere natürlich auch im eigenen Verein. Trainer, Sportdirektor, andere Verantwortliche müssen, Scout, wenn man da noch einen hat, müssen an einem Tisch sitzen und müssen sich regelmäßig austauschen. Man muss sich nach unten austauschen, man muss sich aber nach oben austauschen, zu den Gremien. Man muss auch die Gremien mit ins Boot nehmen, man muss die Gremien mitnehmen zu den Spielen, auch mal mit den Jungs ins Hotel, damit man ein Gefühl dafür kriegt, was eigentlich vor sich geht. Kommunikation. Man muss in der Lage sein, teambildend arbeiten zu können. Das ist vielleicht sogar noch das Allerwichtigste. Man muss ein Team sein, ich habe es eingangs gesagt. Zum Team gehört jeder, bis zum Zeugwart unten, der eben bei Funkel gar nicht zur Kenntnis genommen wurde. Der hat nicht gelernt, wie die Jungs da unten heißen. Die gehören genauso zum Team wie jeder andere auch. Es muss von oben bis unten stimmig sein. Zu diesem Team gehören auch die Fans. Zu dem Team gehören auch die Fans, die mit dahinter stehen müssen und die an einem Strang ziehen müssen. Die natürlich auch den Mund aufmachen dürfen und müssen und meckern, wenn etwas nicht passt und kritisieren. Genau. Leute, doch mal doch bitte nicht diese Polemik. Darauf haben wir auch nur zum Teil einen Einfluss. Die Polizei wird trainiert für diese Einsätze. Dass sie auch Fehler machen, wie wir alle, glaube ich auch. Ich habe auch beim Frankfurt-Spiel einen Fehler gemacht, um mir den Frankfurt-Fan gegriffen. Ich habe geschworen, dass ich das nicht mehr tue. Ich habe ihm die Maske vom Gesicht gerissen, was mir nicht gepasst hat. Aber wie gesagt, ich selber wurde dann auch von Ordnern aus dem Stadion gebracht. Was auch richtig war. Ich gehöre da nicht hin und wir alle gehören da nicht hin. Da unten auf dem Rasen sind die Profis nach dem Spiel. Das wird der Ralf, wir... Rolf, ja. Mir sicherlich auch bestätigen.
So, wir waren beim Sportdirektor. Was muss er können? Der Sportdirektor wird, also Sie haben eben gesagt, er muss keinen großen Namen haben, aber er sollte, wenn ich Sie richtig verstehe, Erfahrung haben. Ja. Das heißt, wir können auf jemanden warten, der in irgendeinem anderen Profiverein schon zumindest mehr oder weniger erfolgreich eine Zeit lang gearbeitet hat. Kein Berufsanfänger, sage ich mal. Nein, ich denke, das wäre nicht gut für uns. Ja. Und das Problem mit Frankfurt, das kann ich insofern verstehen. Wir wollen für uns arbeiten. Aber irgendwann macht es auch keinen Spaß mehr, wenn man nur angemeckert und angemosert wird und kritisiert wird. Und ich habe vorhin gesagt, ich will, dass ihr den Mund aufreißt, wenn was nicht in Ordnung ist. Dann können wir darüber reden. Aber es meckern um des Meckerns willen und kritisieren um des Kritisierens willen und nach Fehlern suchen, anstatt das Gute zu sehen, das bringt uns nicht weiter. So, da könnt ihr auch mal applaudieren. Ja, kurzes Durchatmen. Ich bin ja nun Ölschein Aachen geboren, dann ist in der dritten Liga. Kann das nicht auch der Trainer in Personalunion machen? Könnte man an der Stelle nicht Geld einsparen? Also die Frage habe ich mir auch gestellt, weil mein Aufsichtsrat war der Einzige, der vielleicht so in diese Richtung denken könnte. Muss aber sagen, habe mich inzwischen davon überzeugen lassen. Die Aufgaben sind sehr, sehr vielfältig. Man hat Personalverantwortung für einen Riesenkreis von Mitarbeitern. Und ich merke es jetzt im Augenblick wieder, wie Krämer hin und her springt zwischen Verhandlungen mit der Stadt, Verträgen mit Spielern, Angeboten mit Spielern, Gesprächen mit Mitarbeitern, die möglicherweise ihre Stelle verlieren. Also das insgesamt in Summe, klar, es häuft sich jetzt sehr, aber in Summe bin ich schon der Meinung, dass man dafür jemanden braucht, der diese Verantwortung übernimmt. Dazu kommt eben auch, dass wir als Aufsichtsrat in puncto Fernsehgelder. Die fallen ja, da Sky raus ist, weg. Nicht was? Ja, was passiert mit uns Fans jetzt? Wir können nicht alle 850 Kilometer Richtung Wackerburghausen mitfahren. Stuttgart. Oder zweimal. Besteht eine Möglichkeit, dass wir Fans zu der Zeit auch irgendwie Bilder von den Spielen zu sehen bekommen, oder müssen wir uns auf Hörensagen verlassen? Du meinst so Center TV oder ja, ich, Fan TV? Ich kriege oder nur Center TV über Internet. Über Satellit kriege ich kein Center TV. Dass über den Verein etwas angeboten wird, was Sky zum Beispiel nicht anbietet, das ist deine Frage. Oder WDR-mäßig, okay. Ich weiß ja nicht, wie das läuft. Und gibt es also die Möglichkeit, dass der Verein da Einfluss nimmt, dass das übertragen wird? Ja gut, das ist ein guter und wichtiger Punkt. Ich kann die Frage aber nicht beantworten. Wir haben heute Morgen darüber nachgedacht, ich bin ja da auch selbst ein bisschen betroffen. Wir haben den Sportpark in Kohlstadt, den verpachtet, dann bin ich Siegmund beim Spiel in München am letzten Sonntag. Hat die Bude geknallt, ne? Das war voll. Diese Einnahmen werden wegfallen bei den Leuten, das geht nicht mehr. Und andere, bei der ersten Liga sitzen da gerade mal drei Leute, nicht, an der Theke. Also das hat einen riesen wirtschaftlichen Folgen, auch in der Pondstraße, ne, wo dort die Leute vom Fernseher sitzen, auch die werden es merken, dass diese Tage dann halt schwach besucht werden. Ist ein riesengroßes Problem. Ich weiß aber nicht, aufgezeichnet wird es, und man sieht ja auch immer regelmäßig noch auf WDR, Sportschau. In den dritten Programmen das eine oder andere Spiel und in der Sportschau, bevor die höheren Ligen kommen, ich glaube, sieht man das eine oder andere. Ne? Aber live. Es gibt viele, Carlos, du weißt es besser. Also es gibt, glaube ich, das ein oder andere Spiel, das der WDR überträgt. Das sind aber mehr Lokalderbys gegen Münster, vielleicht gegen Bielefeld. Das war's dann. Bayern 3. Es gibt also Zusammenfassungen, aber keine Live-Reportagen. Vielleicht kann man darüber nachdenken, aber das ist mit Sicherheit nicht der vordergründigste Punkt, der momentan auf der Agenda steht. Ich glaube, Siegen bietet so etwas wie ein Internet-TV an, dass also jemand das Spiel aufnimmt oder das Internet über die Homepage überträgt. Ob so etwas vielleicht, weil man ja auch möglich ist. Ja, wie auch immer. Der Hochst und danach bist du da. Ich komme nochmal. Jedes Spiel, auch von den Schepers, wenn sehr viele Fans auswärts fahren, die werden nächste Saison geschröpft. 1 Euro Ersparnis
nicht mit 1 Euro Ersparnis. Die Stehplatzleute subventionieren jetzt die Sitzplätze. Das kann es nicht sein. Lieber 7.500 Leute auf der Stehplatztribüne für kleines Geld, wie 500 Mann, die sitzen. Und das kommt. Ja, ich glaube, vor 2 Jahren habe ich das auch schon mal gesagt. Ich würde gerne die Karten alle verschenken, um die Bude voll zu kriegen. Und ja, die Frage ist immer, was ist geschenkt? Wir müssen, wurde eingangs diskutiert, einen Lizenzierungsantrag stellen, der muss aufgehen. Dazu müssen die Preise stimmen, sonst funktioniert es nicht. Es ist eine Balance. Ich weiß, wenn man sich eine Dauerkarte kauft, dann ist das eine ganze Menge Geld. Aber Alemannia kann es sich im Augenblick nicht leisten, also dramatisch mit den Preisen. Aber warum denn 20% bei den Sitzplätzen und 0,2 oder 0,3% bei den Stehplätzen? Dann machst du eine Mischung. Der Stehplatz bei der Dauerkarte kostet auch ein Spiel 8 Euro. Hallo, Leute, stopp! Leute, die Qualität, die Einzelkarte, die Leute, das ist keine Dauerkarte. Und auch eine 14 Euro. Also ich verstehe den Unmut, aber es wäre gut, wenn wir nacheinander spielen. Ich bin Sitzplatzer. So, in dem Moment, wo meine Sitzplatzkarte nicht adäquat günstiger würde, würde ich mir Stehplatz nehmen. Und was haben wir dann verdient als Alemanne? Nüs. Dann bezahle ich anstatt 630 Euro. Toll, haben wir gewonnen. Ja, wie viele Fans brechen jetzt weg? Weiß ich nicht, auf jeden Fall. Teure Sitzplätze brechen viel eher weg wie die Stehplätze. Also, wir sind die Assis im Stadion. Das sind wir sicherlich nicht. Nochmal, ich verstehe den Unmut, aber welche Frage soll Herr Hein jetzt beantworten darauf? Meine. Ja, aber dann geht ja noch weiter die Frage. Wir sind 3 Tage abgestiegen. Nach 2 Tagen stehen die Preise schon von den Karten fertig. Aber wir haben kein sportliches Konzept, aber gar kein sportliches Konzept. Aber die Preise für die dritte Liga, die stehen schon. Kurios. Okay. Ich würde da gerne doch noch einen Satz draus sagen. Auf der einen Seite werft ihr einem vor, dass keine Planung existiert, auf der anderen Seite, wenn denn eine da ist, dann wird es einem auch vorgeworfen. Aber die sportliche Planung ist viel wichtiger im Moment. Hans-Peter, bitte. Ja. Ich möchte mich einmal bei Ihnen bedanken für die super ausführliche Erklärung, was ein Sportdirektor mitbringen muss. Dazu hätte ich die Frage, was hat denn bei Erik Meyer gefehlt, dass man gesagt hat, wir müssen uns von ihm trennen, er ist der falsche Mann auf diesem Posten? Also dann bitte ich wirklich um Verständnis, dass ich nicht die Schokoladenseite von Erik Meyer kann ich hier gerne diskutieren, aber die andere Seite, wo es mangelt, ich glaube, das sollten wir eigentlich um Eriks Willen nicht tun. Ja, ich will, wäre das in Ordnung, aber ich denke auch, dass die Fans dann ein Recht darauf haben, ich glaube, hier sind einige, denen interessiert, wieso, weshalb, warum hat man sich gegen den Erik Meyer entschieden. Dass er Fehler gemacht hat, steht außer Frage, selbstverständlich, ganz klar. Aber wir hinterfragen, wieso hat er Fehler gemacht. Also, wenn ich meine Frau einkaufe und schicke mit 5 Euro in der Tasche, die sollen mir jetzt den Wagen voll machen und kommen nach Hause und haben nur 2 Teile drin. Ja, für 5 Euro kriegst du nicht mehr, tut mir leid. Dann hat sie einen Fehler gemacht, ganz klar. Und so denke ich, musste Erik Fehler machen, weil gar kein Geld da war. Also erstens, wir haben den Punkt, glaube ich, schon mehrmals heute Abend diskutiert. Und doch eigentlich habe ich gesagt, dass es nicht weniger Geld da war als früher. So, das müssen wir mal auch mal so hinnehmen, auch wenn es dem anderen nicht passt. Ist so. Das ist ein Fakt. Und Fehler machen wir alle, wie auch schon mehrmals gesagt heute Abend. Wenn einer Fehler macht und daraus lernt, dann ist das eine tolle Sache. Aber eben weiter möchte ich einfach über Erik nicht sprechen. Das macht doch keinen Sinn hier. Irgendwelche Dinge in den Raum zu stellen, die wir erstens morgen in der Zeitung lesen. Und dafür ist Erik, hatte viel zu viele Verdienste um die Alemannia, als dass man, tut es mir leid, kann man das gerne nochmal aufgreifen. Aber wie Sie gerade selber schon sagten, nach manchen Spielen sind die selber auch frustriert und sind Profis, müssen es eigentlich trotzdem machen. Aber ich kann das verstehen, wenn das mal nicht immer so hundertprozentig abläuft.
Aber der Wille ist, es ist nicht so, dass da kein Wille... Ich kenne die Alemannia mit großem Herzblut, wurde auch immer geführt mit großem Herzblut. Derjenige, der Alemannia geführt hat, egal in welcher Position, hatte auch immer Herzblut. Herr Hein, es tut mir leid, also bei Ihnen vermisse ich diesen Herzblut. Schon allein aus dem Grund heraus, Sie gehen auf den Fans viel zu wenig drauf zu und hören auch teilweise zu wenig zu. Wir in der Fanszene, die unheimlich viel Herzblut haben, vermissen einfach in der Führung der Alemannia zurzeit das Herzblut. Angefangen von Herrn Kämer. Mir nicht bieten lassen. Herr Heil, es ist für mich nicht absehbar bei einer Wortmeldung, welche Frage kommt. Dann bitte weisen Sie den Herrn in seine Schranken, sonst können wir da die abbrechen. Ich glaube, ich habe mich dort nicht ausgedrückt. Willi ist der Nächste, der sich gemeldet hat. Bei dem letzten Heimspiel, da waren ja so, sag ich mal, so 20 Plakate, Krämer raus. Bisher ganz nett. Ich fand die Eingangsdiskussion hier oben ganz nett. Aber ich meine, es gerät im Augenblick ein bisschen außer Kontrolle. Und da habe ich ehrlich gesagt keine Lust zu. Entweder wir machen hier vernünftig weiter, ihr stellt hier konkrete Fragen, dann bin ich gerne dabei. Aber so einen Unsinn meine ich mit. Soll ich das jetzt beantworten? Nein, lass mal, Willi, ich versuche es zu retten. Ja? Also Fußball ist ja nicht nur Ratio, ist auch Emotion. Und das nach einem Abstieg. 4 Tage später die Emotionen auch mal über die Stränge schlagen, halte ich für völlig normal. Dass ein Präsident nicht jede Frage beantworten kann und will, halte ich auch für völlig normal. Das sollten wir aber jetzt nicht so hochkochen hier. Ich bin durchaus der Meinung, dass auch Zanken und Ärgern dazugehört. Und ich kann sehr gut nachvollziehen, dass einige hier in ihrem Inneren sehr durcheinander sind. Und auch dann nicht unbedingt eine klar formulierte, rationale Frage stellen, die auch eine klar formulierte Antwort erfordern. Da wird auch Unmut dargestellt. Und das, Peter, kann ich nachvollziehen, dass du das tust. Gleichwohl hättest du die Frage konkretisieren können. Ich werde ihn aber nicht zurechtweisen. Ich bin nicht seine Mami. Achim. Achim ist der Nächste. Willkommen. Dankeschön. Ich habe noch eine Frage. Das hat, glaube ich, miteinander recht wenig zu tun. Wenn du eine Frage stellen willst, dann melde dich und dann stelle deine Frage. Aber dazwischen reden finde ich nicht so gut. Du hast dich noch gemeldet und dann sind noch 2 Fragen, die ich stellen soll. Ich stelle dich dann gerne auch zum Abschluss. Ich hätte da mal eine Frage wegen dem Fanhaus hier. Wie wird das weiterlaufen hier? Die Alemannia bezahlt ja auch Miete und so etc. Können wir hier weiter hinkommen? Das steht ja auch noch offen. Wie weit sind die Verhandlungen damit? Mit dem Mieter etc.? Das kann ich nicht sagen. Ich glaube nicht, dass in diesen Turbulenzzeiten irgendeiner, da tut mir leid, aber schon dran gedacht hat. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Also ich habe eingangs gesagt, das funktioniert nur, wenn wir zusammenhalten. Es kann sein, dass das Ganze schief geht in der dritten Liga. Das kann ich alles nicht sagen. Aber ich kann eins sagen, dass die Verantwortlichen alles tun, was sie tun können und sich gewaltig einsetzen dafür, dass es gelingt. Ja, und wenn es nicht gelingt, bin der Erste, der das nicht das sinkende Schiff verlässt. Das habe ich jetzt das nicht tue. Ich hätte es mir gemütlich machen können zu Hause. Das habe ich nicht getan. Ich habe gesagt, ich mache hier weiter. Aber wenn es sein muss und wenn es vernünftig ist, dann werde ich nicht an einem Job klammern, wie das andere vielleicht vorher getan haben, sondern dann werde ich den Platz freimachen für andere. Und bitte auch in diesen ganzen Diskussionen und Argumenten beachten. Ich bin im Rentenalter, die Kraft ist begrenzt. Man kann viel machen, aber irgendwann muss man auch darauf achten, dass die eigene Gesundheit nicht riskiert werden sollte. Also zusammenhalten, zusammen machen, nicht so viel Kritik, ja, berechtigte Kritik. Ohne Kritik geht es nicht weiter, ohne Kritik muss sich weiterentwickeln. Aber ansonsten zusammenhalten und vor allen Dingen auch nach außen hin zusammenhalten, das ist das Allerwichtigste. Und wie gesagt, das ist das, jeder, der sich für den Job des Sportdirektors hier bei uns vorgestellt hat, hat uns jeder als Erstes mitgeteilt, das Team ist das Allerwichtigste und das Team sind wir alle.
Das ist nicht nur die 11 Leute, die auf dem Platz stehen, sondern das sind sie alle. Auch ihr. Abschließend möchte ich gerne die beiden Fragen stellen, die man mich gebeten hat, noch zu stellen. Wir sind übrigens im gleichen Alter, ich bin auch Redner. Ich kann das nachvollziehen. Die erste Frage lautet Fananleihe. Die wird, ich soll fragen, wir haben jetzt die Saison vor uns vor der Brust. Das heißt, die Zeit, in der die meisten Tickets verkauft werden, ist es zutreffend und halten Sie es für gut, dass in dieser Phase die Leiterin der Ticketing-Abteilung nach Polen ausgeliehen wird, um bei der EM für 6 Wochen das Ticketing zu übernehmen. Lieber Gott, also ich weiß es nicht, ob sie ausgeliehen wurde. Das ist, ja, fällt auch nicht in meinen Aufgabenbereich. Also jedenfalls einen sehr kompetenten Mann da oben sitzen, das ist der Benny Flucht. Und ich denke mal. So, zunächst mal nur kurz zur Erklärung für diejenigen, die sich über die Zusammensetzung der Moderatorenrunde eventuell gewundert haben. Diese beiden Herren gehören einer Arbeitsgruppe an, der Klaus und der Carlos auch, die wir kurzfristig als IG-Vorstand zusammengerufen haben, befragt haben zum Thema Zusammenhalt und Vertrauen. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, sollten wir in unseren eigenen Kreisen mal damit anfangen, da wieder aufzubauen und zusammenzufinden. Wenn man uns als IG-Vorstand so wenig traut, vernunftsgerecht und vernünftig eine Gruppe von willigen, hilfsbereiten Leuten, die ganz eng am IG-Vorstand dran sind, zusammenzubringen im Interesse des Vereines, um kurzfristig sich über das neue Szenario Gedanken zu machen, um 3 Tage nach dem Abstieg zum Beispiel jetzt einen Abend wie heute hier auf die Beine zu stellen, dann sind wir nicht besser, sondern sollten uns ganz klar fragen, ob wir nicht uns noch was abgucken müssen bei den aktuell handelnden Vereinen. Das ganz klar zu der Tagesdiskussion oder zu den letzten paar Tagen, wo wieder wild in Foren spekuliert wird. Wir haben nichts anderes gemacht, als eine Gruppe von hilfsbereiten, engagierten IG-Mitgliedern zusammenzubringen, Themen vorzubereiten. Heute war der Anfang. Wir werden mit Sicherheit weiterarbeiten. Ziel dieser Gruppe und Intention des IG-Vorstandes ist, da viel Kompetenz einzubringen, um auch letztendlich den Verein bei den schwierigen Entscheidungen und den schwierigen Zeiten zu unterstützen. Danke, dass ihr alle demnächst mal darüber nachdenkt, vielleicht zunächst die Leute, die so etwas entscheiden, anzusprechen, ehe wild in irgendwelchen Foren rumzuschreiten. Danke dafür. Als nächstes, in meiner Eigenschaft als aktuell amtierender IG-Sprecher, meine liebe Meinung, vielen lieben Dank, dass du dich trotz aller Dinge, die momentan deinen Tagesinhalt bestimmen, so kurzfristig bereit erklärt hast. Mit Sicherheit nicht selbstverständlich, denn da stehen andere Dinge an, wo du gebraucht wirst. Nimm nicht alles so zu Herzen. Die Dinge, der Klaus hat das eben richtig zusammengefasst, viel ist auch bei uns im Moment nicht durch Logik bestimmt, was da rauskommt, sondern vieles emotional. Wir haben alle noch mit der Trauer zu kämpfen. Wir wissen alle nicht, wie es weitergeht. Wir haben Angst um unseren Verein. Sie ist unter diesem Aspekt. Wir wollen alle das Gleiche, wir wollen alle das Beste für den Verein. Und ich denke, da sollten wir in nächster Zeit ganz, ganz eng und entschlossen zusammenarbeiten. Euch beiden, Klaus und Carlos, vielen, vielen lieben Dank. Super Moderation, vielen Dank. Gut, dann darf ich mich bei Herrn Heil bedanken und mich bei euch bedanken und noch einen persönlichen Satz hinten dran sagen. Das war eine relativ ruhige Veranstaltung. Ich habe schon viel, viel Schlimmere erlebt. Und ich sage auch, ich schäme mich nicht, am Sonntag geheult zu haben. Am Montag haben wir dann mal kurz auf die Schulter geklopft, Staub weg. Und jetzt müssen wir gucken, ob wir im nächsten Jahr auch in Ihrem Sinne alle gemeinsam versuchen, wieder in die zweite Liga zu kommen. Wenn es nicht gelingt, muss man was Neues einfallen lassen. Aber bis dahin müssen wir wirklich auch innerhalb der Szene, der Fanszene, der Mitglieder, der Besucher, der Gremien, wer auch immer, wirklich auch zusammenhalten. Aber kritisch. Die IG hat sich immer als kritischer Begleiter des Vereins verstanden. Dankeschön, Herr Hein. Dankeschön Ihnen, Carlos. Dankeschön. Danke, allen Dankeschön.
Ich danke allen, vor allem herzlichen Dank und Gott dem FC Köln möchte ich noch danken. Der hat mein Wochenende hier von der Stadt, also die haben in der dritten Liga auch wieder dabei, die versorgen. Ja, ja. Also, ja.